Ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Gut, wir haben jetzt die letzte Zutat bekommen und jetzt werden wir hier mal unseren Trank mixen. Ungefähr ein Löffel Honig. So, jetzt nur noch mörsern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Wow, ich hoffe, das ist ein Scherz. Gut. Dann gehe ich jetzt runter in die Bibliothek und trinke den Trank. Aber erstmal rede ich mit dem Buch. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Der Trank ist fertig, aber du erwartest doch nicht wirklich, dass ich das trinke, oder? Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Cheap, es tut mir. Ja, ich weiß, aber. Das ist, Medizin. Naja, ich habe dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Sie muss es trinken. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Also gut, runter mit dem Zeug. Das ist ekelerregend. Das ist Medizin, die soll nicht schmecken. So ist es gut. Ganz austrinken. Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Was? Bitte was? Nein, 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 das ist völlig unmöglich. Du musst dich irren. Das ist es, eine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken. Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Ich habe keine Hormone. Ich. Cheap, nein! Das Buch hat einen Fehler gemacht. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie. Naja, doch. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Doch, hast du. Wieso? Wie machen Menschen das? Sie tun was? Du klärst jetzt Elfen auf? und Menschen können zusammen Kinder zeugen, aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Super, mal angenommen, ich bin schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich zum Beispiel? Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Nein. Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet.
Ich wünschte, es wäre so, Cheep. Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Oh Gott. Eins ist klar. Mutter darf davon nie etwas erfahren. Ich weiß auch nicht. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Nö. Oh. Ich muss verflucht worden sein. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Was? Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht. Aber überleg mal. Ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert? Hm? Wir müssen nach Seefeld reisen und den Erzmagier konsultieren. Nur wie kommen wir dahin? Alistair wird Antworten für uns haben. Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze. Sie können mit ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Du kennst das heutige Losungswort bestimmt nicht, oder, Cheep? Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es? Das habe ich befürchtet. Und genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Hey, alles wissen. Mutters Spiegel. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Cheep. Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Ja, warten wir mal. Und du bleibst da sitzen, ne, Cheep? Super. Dann wollen wir es mal erledigen. Nein. Rausgehen. So, du magischer Spiegel. Tja, ein allwissender Spiegel. Das wäre in meiner Situation mehr als praktisch. Die Frage ist nur, wie man den Spiegel beschwört. Ich habe das noch nie gemacht. Hier sind drei Symbole auf dem Boden der Schüssel. Was könnten sie bedeuten? Es sind dieselben wie oben im Thronsaal. Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Mal ist eine Linie darunter, mal darüber und hier ist ein Kreis, der den Tropfen durchdringt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich habe die Symbole schon mal gesehen. Oben im Thronsaal, wenn ich mich nicht irre. Dann müssen wir wohl erst zum Thronsaal gehen, hoffen wir, dass Mutter nicht da ist. Na, wollen wir mal hingehen. Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Ich hatte ja eher mehr Verständnis dafür. Ivo?
Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Ich bin kein kleines Mädchen und lasse mich nicht einsperren. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du in seinem Zimmer einsperren kannst. Nein? Wie bist du aus deinem Zimmer entkommen? Hast du Cheep Cheep ausgetrickst und bist über den Balkon geklettert? Das klingt sehr erwachsen. So, dann will ich das sagen. Boah, die haut uns doch Ding. Boah, die haut uns doch K.O., ey. Ich bin. Was bist du, mein Schatz? Schön. Ich bin schön. Aber natürlich bist du das. Du bist meine Tochter und eine Elfenprinzessin. Um mir das zu sagen, hast du meine Anweisungen missachtet? Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege. Woher die plötzliche Einsicht? Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Lalios dich schon mögen. Sicher, fein. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Was? Eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte. Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit? Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Natürlich. Dieses Mal ist es schlimmer. Es ist pink. Hä? Eine Seuche in Seefels. Ob das der richtige Ort für mich und das da ist? Andererseits sind Wilbo und der Erzmagier in Seefels. Vielleicht kann ich ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Ach ja, betrachte die Königin. Was kann ich noch so betrachten? Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung. Betrachte den König, betrachte den Mondbrunnen. Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei. Nur Priester, bisher... Warum denn nur Priesterinnen? Das Symbol befindet sich auch auf dem... Können wir mit ihr reden? Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Mutter? Ja, Ivodora? Wie? Ihr richtiger Name ist Ivodora. Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag?
Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivodora. Ivodora. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Was bedeuten die Symbole auf den Steintafeln? Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überrascht mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das aus der Erde quoll. Und Wasser, das im Mondschein badete. Was ist mit den verschiedenen Formen des Wassers gemeint? Und was hat es mit diesen verschiedenen Formen des Wassers auf sich? Du hast mir vorhin von den verschiedenen Formen des Wassers erzählt. Was bedeutet das? Wasser ist nicht gleich Wasser, es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser. Dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich. Seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Okay, ich lächle ja. Aber wir haben jetzt ein paar Informationen mehr. Betrachte den König. Papa ist kein Frühaufsteher. Er braucht viel Schlaf, sagt er immer. Aber einen guten Grund konnte er mir dafür bisher nicht nennen. Hey, Papa! Der Tag ist längst angebrochen. Was? Ivo, wie geht es meiner kleinen Lieblingstochter? Ich bin deine einzige Tochter. Und wenn ich 100 hätte, du bist und bleibst etwas ganz Besonderes. Alle 99 anderen allerdings auch. Es ist ein wunderschöner Tag heute, oder? Ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Mal wieder. So wie die Raupen im Morgentau husten. Doch, dich scheint etwas zu beschäftigen. Mutter behandelt mich wie ein kleines Kind. Sie hat mich eingesperrt wie ein kleines Kind. Streitet ihr euch wieder? Sie hat angefangen. Sie liebt dich. Und sie will nur mein Bestes. Wie kann es das Beste für mich sein, wenn sie mich ständig kritisiert und mich zwingt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will? Sie glaubt, dass sie dich so am besten auf das Leben vorbereiten kann, das dich erwartet. Ich würde mir nur gerne selbst aussuchen, was das für ein Leben ist. Ich weiß. Deine Mutter versteht das nicht, weil sie nie diese Wahl hatte. Warte mal. Verteidige meine Mutter nicht. Immer verteidigst du sie. Macht sie dich nicht manchmal auch wahnsinnig? Natürlich. Aber warum sagst du es ihr dann nicht? Spricht das Gnu vom Frühling, wenn der Schatten das Eichhörnchen kitzelt? Ich liebe sie. Es ist nur eine Phase. Sie wird sich ändern. Und wenn sie sich nicht ändern wird, werde ich sie nicht weniger lieben. Ich liebe euch beide, so wie ihr seid. Mit allen euren Fehlern und Macken. Mutter will, dass ich diesen Prinzen Lalilos heirate. Ich habe davon gehört. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Ah, aha, also heirate ich ihn nicht? Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Oh,
Oh. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ich wünschte, du könntest Mutter davon überzeugen. Ich befürchte, ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Du, Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Der Synchronsprecher kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich hatte gerade so eine Theorie, wer der Synchronsprecher von Ivos Vater sein könnte. Ich muss dir etwas sagen, Vater. Aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind. Du weißt es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es. Und ob? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es nicht gut wird? Dann ist es auch nicht das Ende. Krass, der Vater weiß das. Und der ist so ein lieber und netter Mann. Das glaube ich nicht. Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlrabi sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Erleuchte mich, Vater. Geister und Dämonen, irre lachend und sich schnell im Kreise drehend, bringen das kleine Lama zum Weinen. Darüber muss ich nachdenken. Erleuchte mich, Vater. Erleuchte mich, Vater. Der weite Himmel und die strahlende Sonne, hoch auf dem Dach der Welt, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Darüber muss ich nachdenken. Erleuchte mich, Vater. Der weite Himmel und die strahlende Sonne, versunken im Gebet, erzürnen die humorlosen Götter. Verstehe. Erleuchte mich, Vater. Der gestreifte Kakadu und das hinkende Eichhörnchen, geleugnet von denen, die unachtsam sind, erzürnen die humorlosen Götter. Das ist interessant. Erleuchte mich, Vater. Übelriechende Murlocs, hoch auf dem Dach der Welt, sind ein liebreizender Anblick. Verstehe. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Der schläft weiterhin, das ist unglaublich. Nun gut, wir wissen, was wir machen müssen. Wir brauchen auf jeden Fall was davon hier. Und ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Und ich hoffe, bis dahin bleibt ihr mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.